Dodela. Gut, also Schildbrecher kennst du, ja. Wenn die auf 3 ist, kannst du alle Schilde von Gegnern einfach kaputt hauen. Groß oder klein ist dann egal. Okay. Das ist doch beim Krieger, oder? Hier. Zerbreche ich kleine Schilde und richte 100% Kriegerschaden an. Ah, ja. Ja, an sich wäre das, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Ja. Muss ich mal schauen. So, wo müssen wir hin? Wir haben, glaube ich, hier jetzt einfach das gemacht ohne wirklichen Auftrag. Dorf an Pentelikon. Okytos der Große, brutal grob, grauenhaft. Dies sind noch die freundlichsten Worte, mit denen. Oh, warte. Ich, Pentilokon. Wo bist du? Der sieht doch. Okay, Belos, die Bestie von Sparta. Der Große. Warte, wo ist denn der? Warte, ich kann ja. Warte. Wo bist du? Der Große? Ich finde den gerade gar nicht. Okay. Dann gehen wir doch mal. Nein. Auf Karte. Dann gehen wir doch mal auf die Jagd nach diesen bösen, brutalen Typen. Ach, es ist doch der. Aber, ach so, der Groß. Hä? Oh Gott. Ich hatte gerade im Kopf Okytos der Brutale oder so, weil ich das halt im Brutal hier gelesen habe. Gut, genau, das sind die freundlichsten Worte. In Wahrheit war er noch viel, viel schlimmer. Insofern war es nur passend, dass er damit betraut wurde, junge Söldner zur Wache und Soldaten für den Kosmos auszubilden. Wer sein Mindestmaß an Niedertracht nicht entsprach, eignete sich auch immer besser als bestens als Opfer. Wunderbar. Rüstung, Kriegerschaden, Chance auf Dings. Amazonensatz. 5% des angerichteten Schaden als Gesundheitsbonus. So, dann Amazone. Amazonen wäre doch eher passender für Bogenschießen, also rein theoretisch. Okay. Ja, die sind 2 Kilometer entfernt. Uiuiui. Pferdieb. Komm. Danke. So. Das ist so lustig, wenn ich pfeife, das sieht mein Mikro als Störsignal und dämpft es total. Also wenn ich mal die Lippen spitze, wisst ihr Bescheid, dass ich gerade pfeife. Kam mir nur gerade, weil ich höre mich ja selbst und genau, wenn ich pfeife eben, dann höre ich mich eben nicht selbst. Deswegen kam ich gerade drauf. Genau. Also das erkennt er natürlich, ne? Oh, Entschuldigung, ich habe gerade gar nicht gemerkt, dass da jemand ist. Guten Morgen. So, wir kommen immer näher. Die
dieser Saubatz, du. Entschuldigung, rechts vor links. Ich bin auf deiner linken, aber ist mir egal. Ich habe ein Pferd. Wir da einfach mal rüber, oder? Kannst du das? Ja, sicher kann sie das. Sehr schön. Mein Pferd ist nämlich ein Weibchen. Oh, da sind Löwen. Gab es echt früher im Griechenland Löwen? Also Berglöwen? Wahrscheinlich, also. Aber das wusste ich ja zum Beispiel noch gar nicht, dass es in Griechenland Löwen gab, also. Ne? Wo? Da hinten sieht man wieder geil aus, ne? Ich muss sagen, Valhalla ist nicht so gut wie Odyssey als Gesamtspiel. Teile sind besser, aber große Teile sind auch viel schlechter. Komm schon. Also ich habe auch gelesen, dass die Entscheidungen und so weiter richtig, richtig gut sind und die Kampfsachen sind auch super. Wurden auch angepasst anscheinend. Aber halt so dieses Late Game und so weiter soll anscheinend nicht ganz so gut sein. Beziehungsweise es ist anscheinend auch oft langweilig, wenn du eine Truhe findest und dann irgendwo ist irgendwas, ein Hinweis oder der Schlüssel oder du brauchst einen Schlüssel für den Schlüssel und so weiter, und da haben sich schon sehr viele aufgeregt. Und du bekommst halt keine Unterstützung mehr, beziehungsweise keine Hilfe. Keine Ahnung, wegen Löwen, aber Bären gibt es heute noch viele. Oh, interessant. Ella. Also Bären hätte ich ja auch eher gedacht, also wegen so Bergregionen und so. Ist ja in Griechenland sehr verbreitet. Aber ja, also Löwen, aber Berglöwen allgemein sind ja an sich schon fast ausgestorben. Die Römer haben halt auch sehr groß dazu beigetragen. Gut. Das Problem hierbei ist natürlich bei dem Typ von Kosmos. Er bildet halt Soldaten aus. Und dementsprechend ist er wahrscheinlich mit Level 19er ist er beschützt. Das wird auf jeden Fall schnuckiputzi lustig. Darf ich denn da einfach so rein? Ja, wahrscheinlich. Sieht so aus. Gut, ich darf da rein. Tempel des Poseidon. Darf ich da oben auch einfach hin? Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Okay, das war eindeutig. Dann gehe ich außen rum. Interessant ist, dass sie hier keine Wachen hinstellen. Ich meine, anscheinend ist es also überall bekannt, dass man hier nicht hingehen darf. Aber interessant. Ja, all das, und was mich stört, ist, dass die Story so zerteilt ist. So zerteilt? Okay. Es hat bei Odyssey schon angefangen, aber bei Valhalla ist es total nervig.
Kannst du da was also ein Beispiel nennen, ohne wirklich zu spoilern? Also inwiefern ist die Story zerteilt? So, gut. Dann sind wir hier oben. Kaka! Mein Adler macht sich schon bereit, aber ich kann hier nichts aufdecken. Alter, hast du den gerade geschlagen? Also ja, es ist ja sein Sklave, aber trotzdem. Das ist nicht nett. Ja, das ist ein bisschen schwer gerade hier irgendeinen abzuholen. Aber mit dem könnte ich es versuchen. Da kommt jetzt ein zweiter. Jetzt geht er weg. Das ist natürlich unpraktisch. Vor allen Dingen auch unpraktisch, weil der da vorne, also da vorne ist halt immer so das Problem. Es sind halt alle irgendwo hier. Also hier hinten ist niemand. Und da kommt gerade jemand. Wie viel Schaden würde ich ihnen denn machen? Ich glaube ein Drittel? Ein Viertel? Nur ein Viertel. Das ist reichlich wenig. Sorry, ich muss gerade ein bisschen überlegen, wie ich die am besten eliminieren kann, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ah, da vorne ist der. Das ist natürlich gerade praktisch. Wie komme ich ungesehen runter? Ah, der ist da vorne und ich will da vorne sein. Verdammt. Entschuldigung. So, danke. Danke für den Tee und für das Ganze. Alter, der ist ja auch krass geschützt. Warte mal. Hä? Okay, Entschuldigung, Dimi, warte mal kurz. Wieso hat er dich jetzt getimeoutet? Warte mal, warte, ich stelle mal kurz das, den Timeout ein bisschen. Entschuldigung, Demi. Ist gleich, warte, wir haben auf 150. Machen wir mal auf. So. Okay. So.
Sorry, Baba, jetzt ist Timeout. Gut, in Valhalla hast du ja den Kult und dann hast du dieses System, wo du jedes Mal, damit du Mainquest machen kannst, erst zurück zum Dorf und dann ein anderes Gebiet wählen und so weiter. Ach so, ja, okay, das ist natürlich dumm. Okay, sei es der Kult, dann die Sache mit Athen und dann deine Familie etc. Also ich habe zu allzu viel geschrieben auf einmal. ja, aber ich fand's komisch oder find's komisch, dass dann komplett deine ganzen Nachrichten gebannt werden. Das ist ein bisschen komisch. Muss ich mich nochmal damit auseinandersetzen. Tobi hat den Helm nicht mehr unsichtbar. Shitstorm incoming, wenn du dich traust. Nee, aber ich find's cool. Ja, das Problem war gerade, dass ich den nicht auf... Also, ich konnte den fast nicht ankratzen, sage ich mal. Das heißt, ich muss wirklich komplett alle töten, damit ich den einen Blöden töten kann. Das ist natürlich schon... Alter, das Meer aus, das ist auch voll cool. Dimi, warst du dieses Jahr eigentlich noch in Griechenland? Konntest du da hin? Oder wegen Corona eben nicht? Gehen halt auch alle so dumm. Oh Mann. Wieso geht ihr so blöd? Okay. Ich hab doch was gehört. Ja, hast du. Komm her. Komm her in die Ecke. Komisch. Hier ist nichts. Hier ist nichts zu sehen. Wieso? Oh Gott. Oh, bitte nicht, bitte keiner kommen. Das ist gerade privat, was wir hier machen. Scheiße, da kommt der zweite. Dammit. Aber klar, dass ich das nicht schaffe. Also auf einmal. Was hat er hier? Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Wollte gerade runtergehen? Achso, hat er von oben irgendwas wieder gemacht? Ich konnte. Ja, konnte ich. Und ich war da auch. Meine Oma ist dieses Jahr gestorben. Da musste viel an Scheiße erledigt werden. Oh Mann, tut mir leid. Wir haben zwei Lastwagen voll mit Zeug weggeworfen, Betten, die über 60 Jahre alt waren. Niemand darf mich entdecken. Kleine alte Getreidesilos. Krass. Mann, mein Beileid.
manchmal voll doof. Ja, und das hier ist gerade auch echt interessant. Aber wie soll ich die töten? Wahrscheinlich bin ich echt noch nicht dazu bereit. Alter, was hat sie da scheint kommen? Zwei Lastwagen voller alter Sachen, das ist halt auch krass. Gut, ich würde sagen, für das hier bin ich echt noch nicht gut genug. Beziehungsweise an sich könnte ich das schon machen, aber die laufen halt alle umeinander rum und ineinander und da muss man halt schon schaffen, wenigstens mit einem Special-Angriff so mindestens die Hälfte wegzuhauen. Oder also die Hälfte vom HP. Was kann man machen? Die Dame war 93 und hatte Demenz. War eine Frage der Zeit. Ja, okay. Also dann ist es okay, denke ich mal, wenn es schon abzusehen war, sag ich mal. Beziehungsweise mit Demenz ist es ja immer so eine ziemlich schwierige Sache auch. So, ja, dann gehen wir mal zu Cleon. Ich wollte zwar das noch machen mit den Siegeln, aber ich finde auf der Map, ehrlich gesagt, oder ich weiß nicht, wo wir noch solche Siegel herbekommen. Also, ich meine, die haben ja gemeint, um Sparta rum, aber da sind ja nur, um Athen rum. Aber da sind ja nur zwei. Genau, das habe ich noch gemacht. Das da habe ich auch gemacht, genau. Unentdeckter Ort. Ach, wisst ihr, was ich jetzt mal machen könnte? Es gab ja irgendwo, wo war dieser blöde Eber? Da oben, ne? Da oben war der blöde Eber. Ich könnte mal den Eber dann töten. Aber ich werde zuerst mal nach Athen reinreisen. Kapau! Arschbombe! Flatsch! Guten Tag! So, wo ist Cleon? Das war ja dieser Blöde, ne? Genau, Cleon. Hier. Da hinten ist. Göttin des Krieges und der Weisheit. Okay, ich schon wieder lang. Nein, bitte hier lang. So. Ah, da unten. Nein, nicht hoch. Aus, böse, runter. Eieiei. Ich glaube, das geht schon ein bisschen schneller als jetzt. Entschuldigung. Als jetzt auch noch rumzugehen. Oh, die malt ein Bild.